Leute, es geht weiter mit Let's Play Ninja Blight. Ich bin es, euer Dem Simafix. Wir sind da. Wir sind beim Finale angekommen. Mission Nummer 9. Die Infektionsrate ist so weit ausgeschritten, dass sie bei 98,64% sind. So gut, wenn nicht sogar fast ganz Tokio ist jetzt mit dem Virus infiziert. Und es ist Tag Nummer 7, 4.13 Uhr und wir sind bei den Ruinen des Tokyo Towers. Und wir haben noch eine Aufgabe. Wir müssen den riesigen Kanbe ausschalten. Unseren Vater. Im letzten Part hatten wir einen Herzschlag-finalen Kampf gegen ihn und haben ihn besiegt, dank der Macht des Ninja Blades. Ja, und jetzt sieht es so aus, als müssten wir ihn nochmal besiegen. Die Brutmutter kam und hat ihn uns genommen. Ja, und er hat mit seinen letzten Worten gesagt, dass das unsere wahre Mutter ist. Und das Ninja Blade war. Cool, dass er das Ninja Blade war. Tja, alle Schwerter sind jetzt auf dem höchsten Level und das heißt, wir können nochmal kurz unseren Ninjutsu verbessern. Ich glaube, was anderes müssen wir jetzt auch nochmal machen. Ich schätze mal, das wird jetzt das finale Kapitel sein und ich freue mich wirklich, denn das, ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen, wie man nochmal hier den letzten Kampf nochmal toppen will. Der war unglaublich gut einfach. Wir, oh nein, wartet. Kann ich mir das überhaupt leisten, den abzugraden? Nee, kann ich nicht. Das ist schade. Dann würde ich sagen, tun wir hier nochmal den Flammenschuriken upgraden und dann heißt es zum finalen Kampf. Auf geht's, Leute. Wir müssen es schaffen. Für Tokio. Für unseren Vater. Gegen unsere Mutter. Starten wir mit der finalen Mission. Zerstören Sie den Infektionskern. Schaut euch das an. Ganz Tokio liegt in Ruinen. Ja, und wir haben es gesehen. Die Blutmutter hat Kanbe nochmal neu irgendwie erschaffen. Und ich glaube, das heißt, wir müssen ihn jetzt irgendwie zerstören. Ha, wir haben ja schon einmal jetzt unseren Vater getötet. Wie es aussieht, müssen wir das aber nochmal wiederholen. Was mich gerade noch wundert, warum ist dann Kanbe eigentlich unser Vater, wenn wir eigentlich aus dem Labor sind? Kann ich irgendwie einen schlechten Witz bringen, so Würmer und Kanbe haben sich irgendwie zusammengetan? Nee, aber das will ich jetzt nicht bringen. Ich finde es gerade wirklich unglaublich gut, das Spiel, also wirklich. Ich freue mich jetzt auch wirklich hier das Ende zu sehen. Ich will jetzt wissen, was gefälligst da noch rauskommt. Ich will ein bisschen noch mehr wissen, ob die Blutmutter was sagen kann. Oh, und da ist ein Wurm. Ah, diese Würmer, die haben wir schon öfters gesehen. Ja, was war das? Oh. Ja, ich kann mich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ich bin kein Multitasking hier. So. Okay, der Skolex-Wurm. Den kennen wir. Den kennen wir. Gegen den müssen wir schon mal kämpfen. Hallo, ich schieße auf dich. Warum kannst du das trotzdem noch machen? Okay. Bam! Besser! Hä? Ich will doch die Waffe anlegen. So. Okay. Gut. Komm. Bam. Ja, kein Problem. Komm, mach Mundi auf. Hier hast du was. Hä? Oh, scheiße. Unser Flugzeug stürzt ja gleich ab. Ich verkacke es hier gerade ein wenig sehr.
Okay, ich baller jetzt einfach hier Dauerfeuer auf den drauf. So. Hätte ich gleich mal sollen. Wäre wahrscheinlich schneller gegangen. Naja, egal. Okay. Jetzt heißt es weiter. Oh, wir haben... ich habe viel zu wenig Leben. Boah, schaut euch das an. Tokio. Eine einzige Ruine. Hallo, ich will die Waffe haben. Warum fliegt eigentlich der Heli nicht höher? Das wäre irgendwie intelligenter. Und warum trifft uns hier gerade alles? Das liegt mir jetzt gerade ein wenig auf. Ich baller doch alles weg. Oh nein, okay. Also das erste Mal werde ich jetzt schon mal sicher verkacken. Das steht, glaube ich, schon mal fest. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, da hinten ist der Tokyo Tower. Wir sehen ihn, wir sehen ihn. Ha, jetzt ist nur noch die Frage, wo ist der kleine Kanbe? Und wo ist die Blutmatter? Das sind die zwei Sachen, die wir noch erledigen müssen. Ha, die Frage ist eigentlich, ob dann die Infektion sofort gestoppt wird. Werden dann die Menschen wieder befreit oder ist es dann eher nur so, ja, es ist eh schon zu spät. Das kann natürlich auch sein. Jetzt nerv nicht! Oh ey, wie soll ich da bitte ausweichen? Ja, wir sind tot. Sie können nicht so abtreten. Ja, ich will auch nicht so abtreten, aber was soll die Kacke? Oh, ich muss nochmal alles von neu machen. Oh nee. Ja, aber wie soll ich bitte die treffen? Die treffen mich doch mit jedem einzelnen Schuss. Jetzt erstmal, warum habe ich überhaupt die Kackwaffe? Ich mache das jetzt zu mit der Ninja-Sicht. Hallo? Ich baller alles ab, was sich bewegt. Und trotzdem trifft mich jeder Heini. Ich verstehe es echt nicht. Naja, egal. Solange Checkpoints da sind und ich halt dann wieder voll Leben habe, ist mir das scheißegal. Da mache ich das gerne öfters. Okay, töten wir wieder ein paar Vögel. Naja, immerhin war der Checkpoint jetzt nicht so weit hinten. Das ist immerhin etwas. Okay, okay, komm, 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 komm. Komm. Schießen die? Hä? Was schießt hier auf uns? So, wir können die Viecher was schießen. Habe ich auch noch nie gesehen. Ah, oh, das sind wieder die hässlichen Viecher. Nachladen. Ja, ich kann die irgendwie nicht so gut treffen, wenn die hinter mir sind. Da seht ihr ab! Sie sind tot, aber sie schießen trotzdem nur auf mich. Was soll das? Okay, Kanbe, wo bist du, mein Freund? Oh, wir müssen das jetzt beenden. Das kann nicht sein. Lass ihn doch im Frieden ruhen. Er hat es sich verdient. Er musste eh schon so viel durchmachen und jetzt will ich ihm einfach nur so Rest in Peace geben. Ruhe in Frieden. Okay, nachladen. Okay, da drauf. Oh, da ist wieder ein Skolex-Wurm. Komm. Hä? Was zur Hölle? Ich hab euch doch gerade abgeschossen. Ey, ich schieß die ab und denen geht es allen an. Am Arsch vorbei. Also echt, Mann. Darf ich jetzt? Dankeschön. Okay. Was ballert mich hier schon wieder ab? Ey, das ist gerade echt nicht lustig. Gerade finde ich das gerade echt nervig, den Kampf hier. Schau, wo zur Hölle ballert mich hier was ab? Okay, das war's. Komm, flieg drauf. Hallo! Ja. Ach komm, das ist. Gerade kosmisch sperren. Hallo, was soll das? Was soll das? Ich baller auf den drauf. Er greift mich trotzdem an. Ich tue alles, was ich draufballer, was ich kann, und er ballert trotzdem auf mich. Jetzt kommen erstmal wieder die Scheißdinger, die ich nie mal sehe, von wo aus sie ballern. Ja. Und die treffen mich alle. Das ist echt richtig unfair. Komm, Skolex-Wurm, mach. Ich sehe zwar komplett nichts, weil alles irgendwie gerade verschwommen ist, aber egal. Komm, der ist down. Okay, nervigen Kampf geschafft. Da, fliege jetzt zum Tokyo. Warum fliegen wir eigentlich nicht 100 Meter über Tokyo und einfach zum Tokyo Tower rüber? Nee, wir müssen natürlich nochmal durch die Innenstadt gehen und die ganze Zeit abgeballert werden. Leg mir auf diese blöden Bazooka-Schützen. Nein, jetzt kommen gleich wieder welche. Jetzt wette ich drauf. Okay,
Kommt. 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 Jetzt kommen sie nicht mehr. Jetzt haben sie Angst. So gehört sich das. Ich werde, es kommt irgendwas. Irgendwas ganz Großes. Kanbe! Okay, das ist groß genug. Das ist groß genug. Oh nein, 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 nein. Okay, und jetzt sehe ich nichts. Das ist natürlich sehr gut. Oder Schleimknödel, ich weiß es nicht. Okay. Ja, komm. Schieß, schieß. Oh, warum muss auch immer so eine blöde Staubwolke sein? Okay. Einfach draufholzen. Einfach ohne Pause draufschießen. Draufholzen, draufholzen, draufholzen. Kein Problem. Schön Railgun-mäßig hier alles weghauen. Okay. Nein. Ich weiß es nicht. Aber wo alles drauf holt. Oh, Leute, er wollte hier gerade mit einem Stadtteil auf uns draufwerfen. Oh nein. Tell me that isn't what it looks like. It looks like my father. Was macht er jetzt? Nein, 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 nein. Scheiße. Ein Blitz. Direkt auf uns drauf. Schnell weg! Alright. I'm moving the orbital platform into position. Sorry, kid. But I think it's time to play our final ace. But you don't have much time. The countdown has started. Das heißt also, sie bringen den Mikrowellenlaser start mit ihm. Und wir haben jetzt die Wahl. Wir können abhauen. Oder wir können... Verdammt, 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 verdammt. It looks like there are two ways to go. Alright, kid. You decide. Good luck. Ja. Wir haben jetzt die Wahl. Wir können zum finalen Kampf gegen Kanbe gehen und ihn endgültig besiegen. Oder wir entkommen. Denn der Mikrowellenlaser ist schon sicher auf seinem Weg und wir werden aber nicht mehr entkommen, aber wir wollen unserem Vater Frieden schenken. Das ist gerade das Einzige, was zählt. Mehr zählt gerade echt nicht. Tut mir leid, Wilson. Ich weiß nicht, ob du um uns trauen wirst. Aber eins ist sicher, wir werden gegen unseren Vater kämpfen. Schnell weg, schnell weg. Okay. Ja, da vorne geht's zu ihm. Und da, es hat wehgetan. Okay, das ist gerade ein bisschen nervig. Zack. Okay, kurz unser Blitzschuriken auswählen. Wenn der mit seinen Blitzen draufgeschossen hat. Okay, schön. Und jetzt sollten wir kurz das zerbrechen können. Komm, zerbrech schneller. Ah, gut so. Sind da Gegner? Nee. Okay. Ja, wir müssen uns beeilen. Wir wissen, dass es keine Hoffnung mehr kommt, hier irgendwie lebend rauszukommen. Aber es geht einfach ums Prinzip. Hallo, japanische Mentalität. Unser Vater hat für uns alles gegeben. Er hat sich selbst infizieren lassen. Er hat sich selbst damit getötet. Und dieses Opfer wollen wir jetzt ihm wirklich vergelten. Indem wir ihn erlösen von seinen Qualen. Es kann nicht sein, dass sie hier gefangen bleibt. Und es kann nicht sein, dass sie uns hier treffen, die Azis. Oh, das war irgendwie blöd. Naja. Vom Feuer. Warum treffe ich eigentlich immer nur das Feuer? Okay, die sollten down sein. Und dann hier noch den Shuriken und das sollte es gewesen sein. Okay. Schnell weiter. Da vorne ist er. Ah, Leute, 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 ich bin gerade echt ein wenig gepackt von dem Spiel. Ich finde es gerade so geil und es kommt hier... Ich weiß nicht, ob man es gut hört, aber
Es kommt hier eine unglaubliche gute Musik. Ich bin mal ein wenig leise, damit ihr sie genießen könnt. Ich glaube, ihr habt jetzt einen kurzen Einblick gehört. Die Musik ist hier echt wunderschön. Ich bin gerade wirklich gepackt von dem Spiel, weil es ist einfach echt... Also alles ist natürlich sehr over the top, das ist natürlich ja geil, aber gerade finde ich das Spiel echt auch ein wenig emotional. Und das sogar sehr gut. Das sogar sehr gut gemacht. Nicht irgendwie plump, einfach wirklich sehr gut. Okay. Komm, ich kämpfe mich gar nicht mehr durch die Weite. Ich will jetzt zu ihm. Ich habe jetzt auch keine Lust auf eine Pockenkrise. Jetzt wird hier... Oh, ey. Also komm, der Kampf ist jetzt übelst unnötig einfach nur. Ich habe gerade echt keinen Bock auf das Viech. Und jetzt hat es mir auch noch die schöne Musik kaputt gemacht. Ey, jetzt ist echt was Persönliches. Ja, jetzt packt es uns. Und wir müssen durchhalten. Komm, weg da. Na, jetzt macht es eine Feuerattacke. Ich finde den Kampf gerade ein wenig echt unnötig. Den hätte man sich jetzt wirklich ersparen können. Komm, weg da mit euch. Ein kleines Shuriken, um das Feuer wieder zu löschen. Noch ein Shuriken. Oh, was macht es jetzt? Ach, komm schon, ich will doch nicht einfach nur kurz töten, okay? Ciao, danke schön, bist tot. Ah, oh, ich habe echt keinen Bock gerade. Oh, was macht das jetzt? Das Viech tötet sich selber. Sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Okay, wir haben die Pockenkrise besiegt. Und jetzt heißt es, wir müssen den Kambe-Mutanten besiegen. Leute, wir machen jetzt noch einen kleinen Cut. Im nächsten Part werden wir das dann beenden. Ich möchte jetzt hier noch ein wenig die Spannung wahren. Und im nächsten Part geht es dann zum Finale. Bis dann, euer MC Mafix. Haut rein. Ciao.